Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Umsichtswalter Omnibus Simulator. Ja, wie versprochen zeige ich euch heute die Linie 2, also die Metrobuslinie 2 aus der neuen Hamburg Hafen City Linienpack von Knolli und Doc Omsi und so weiter und so fort. Den Link zu den Linienpack findet ihr dann auch wieder unten in der Videobeschreibung. Wir fahren heute den MBO 530 Citaro Facelift Gelenk mit der Ruhrgebietskasse, also die aus dem Ruhr Solaris. Die gibt es in der Webdisk. Genau. Wir fahren die Linie 2. Eigentlich hat sie in der Realität bis U-Bahn und S-Station Berliner Tor. Bei dieser Teilabschnitt nicht im Omsi, beziehungsweise auf dem älteren Hamburg Hafen City nicht abgebildet ist oder nicht dargestellt wurde, fährt diese Linie nur bis zum Hauptbahnhof Zopp an den altbekannten Linien. Wir fahren auch in einen neuen Bereich rein. Das ist dann die Hafentreppe St. Pauli Hafenstraße und ich glaube sogar die Bähnenstraße. Als weiß ich nicht 100%. Ah, ich glaube ja. So, hier die ganzen C2. So, schauen wir mal die Elektrik. Melden uns an. Die Karte reinstecken. 1, 2, 3, 4. Sehr. Den Pin muss ich mal umändern. Es ist ein bisschen zu leicht. Ja, wir fahren mit den Smileys Repaint. Das war. Das ist der Wagen 7905. Ob es den in der Realität noch gibt, weiß ich nicht. Ich war noch nie in Hamburg. Genau, also 002, 00, 02 muss das gewesen sein. Ich bin die Linie nämlich gestern schon gefahren. Ne, falsch, rote 1. So. Ja, Bahn auf Altona, genau. So, Dash noch ein bisschen hoch. Verstellen, Licht an, Standlicht an, Motor an. Wir fahren natürlich mit einem Ecomat-Getriebe. Ich hätte irgendwo weit nehmen können, aber naja, egal. So. Fahrerkarte reingesteckt. Heizung brauchen wir heute nicht. Vorher zurück aufbauen. Hier. Oh, die schönen Monitore hier. Die finden sich geil in diesem Facelift-Pack. Die sehen so richtig modern aus. Die machen den so richtig aufwerten. Ja, du mit deiner scheiß Heizung. Warte, du. Weg bist du, genau. Ich weiß nicht, warum die Fehler andauernd kommen. Kollision ist aus, wie immer. Wir wissen ja alle, wie die Omsi-KI so ist. Genau. So, guck mal, wird er hier nicht mehr voll. 7 Minuten haben wir Abfahrt. Ne? Genau, 41. Die geht also um die 20 Minuten nur. Eine halbe Stunde. Hey, 20 Minuten. 20 Minuten geht die nur. Genau. Über Rathausmarkt. Genau. Ja. Fahren wir mal los zur Starthaltestelle. So. Oh. Nächste Haltestelle. Altona. Stimmt, nee, wir sind da am Altona Bahnhof, du Ziege. Das haben wir gleich zurückgestellt, ne? Genau. Halten, Mund. Geh weg. So, Altona, jetzt moin. Ja, du bist ein Rathaus Altona. So, 41 geht's los. Machen wir mal eine Minute vor Abfahrt. Na, mach hinne. Komm, keiner noch mehr Abfahrt. Für dieses Linienpack braucht ihr Hamburg Tag und Nacht, das Addon halt. Und das Addon Hafen City.
Letzteres findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Nächste Haltestelle, Rathaus Altona. So. Falls ihr euch wundert, warum ich anders klinge, ich habe dasselbe Headset, nur ich habe ein bisschen in die Einstellung rumgemerkt, also rumgebastelt. Ich hoffe, das klingt jetzt ein bisschen besser. Ja. Und zwar, wir machen es jetzt so eine kleine Themenwoche, also das bedeutet, ist heute Sonntag, das Video kommt am Montag raus, also morgen der 4.1. Stimmt das auch nicht? Das ist jetzt eher eine Lüge. Doch, 4.1. genau. Und wenn wir dann mit in die... Wir werden aber nicht die 6, 109, 6, 88, 111 werden wir nicht fahren. Die Linien kennt hätte jeder schon. Also die wurden auch nicht neu gestaltet oder so. Also die fahren wir nicht. Wir fahren wirklich nur die aus den neuen Linienpack. Wir sind ja letzte Folge schon die 16 gefahren. Also die Metrobuslinie 16. Jetzt haben wir die Metrobuslinie 2. X-Linie tue ich besprach. Es ist auf jeden Fall eine Stadtbuslinie. Nachtbusse werde ich auch noch zeigen. Und wenn wir dann fertig sind, werden wir die Stadtrundfahrt machen. Und zwar mit dem MAN SD200. Nicht das aus dem Add-on. Ne, den 85, 95 war das. Den fahren wir nicht. Wir fahren den Standard MAN. Ja, genau so. Genau, so machen wir's. Und ja. So. Also hier sind auch ein paar neue Bereiche mit dabei, die so davor nicht dabei waren. Zumindest stand es auch so drin, dass Bereiche mit dabei neue das sind. Also neue Haltestellen. Die Bereiche gab es zwar schon, aber neue Haltestellen wurden da hinzugefügt. Oh, sind uns die ganzen Fahrgäste weg oder was? Geh weg! Ach, geh von Acker hier. Weg! Husch! So. Ja, wir fahren Hamburg mal wieder nicht im Schnee. In echt hat es ja bei mir zumindest geschneit. Zwar auch nicht viel, aber es ist liegen geblieben alles. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt in Schnee fahren. Dann rutscht uns das Gelenk noch weg oder was weiß ich. Da habe ich keine Lust drauf. Überhaupt pünktlich, ja. Empfohlen wird auch, um die Navigation zu nutzen. Nächste Haltestelle, Bienenstraße. Weil es gibt nämlich keine Hilfspfeile für die Linien, für das Linienpack. Außer ihr kennt euch so weit aus hier in Hamburg. Dann könnt ihr sie auch ohne Hilfspfeile, ohne Omni Navigation fahren. Eine BBS wird ja automatisch geöffnet. In Omni kann man sich zwar dann bestätigen lassen, ja, du sollst die öffnen oder nein, du sollst sie nie öffnen. Ich öffne sie mal, weil ich bin die zwar gestern schon gefahren, ich könnte die so etwas auswendig durch bis zum Fischelmarkt oder dort vor. Nee, brauchen wir nie anhalten, das ist gut. Da steigt irgendwie keiner ein. Nie einer ein, so. So, es kommt auch schon die erste neue Haltestelle. Für alle, die es interessiert. Ja, leider nach Omsi. So, hier ist die erste neue Haltestelle. Genau. Hallo. Moin. 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 Hallo. Hallo.
So, wir biegen jetzt nicht hier vorne ab, also nicht hier vorne, sondern die in der weitere in Richtung Reeperbahn. Wir fahren nämlich über die Landungsbrücken. Ist ja auch interessant. Also wir fahren jetzt den Fischelmarkt runter, biegen aber nie links ab, sondern fahren geradeaus, also die Kurve hoch. Wenn die 111 vom Fischelmarkt kommt. Genau, so. Boah. Genau, so. Jetzt fahren wir hier unten rum. Und auch den Hafen, also. Das ist. Da kann sich der Herr Kevin endlich mal eine Scheibe abschneiden. Weil das sieht geil aus. Du kommst hier an und siehst den Hafen. Ist zwar auch ein Backdrop, ist aber Abbildung vom Hafen. Das sieht einfach geil aus. Geil. Also, ja. Ja, jetzt kommen wir so in einen Bereich, der nicht so schön ist. Weil der halt nicht so ausgestaltet ist wie der restliche Bereich. Ist halt so auf Hamburg. Müssen wir einhalten? Ja, genau, hier ist die Hafentreppe ist hier. Aha, interessant. Ja. Das sieht man den wunderschönen Hafen hier hinten. Na, oh. Die Stelle ruckelt bei mir immer, da lädt er immer noch. Jetzt schauen sie vor weiter. Oh. Also haben sie schon CD ab, ne? Und sie brauchen nur Jahre, bis er hier weitermacht. Was für ein Programm. Ah, guten Morgen, Omsi. Und ausgeschlafen? Ja, oh, das freut mich. So. Sollte es wieder laufen eigentlich. Bisschen vorspulen. Wenn die wieder hier Bescheid kriegen, ja, die bist du früher. Ich gehe Lust drauf, ey. Oh. War doch arschklar, dass dieses blöde Ampel auf Rot schaltet, oder? Ja, bitte abfahren. Ich bin schon lange abgefahren, du. Tag. Die Linie 2 verkehrt aber auch ganz anders als die 16. Die 16 fährt über Reeperbahn. Tafelstraße und so. Die Linie ja die. Nächste Haltestelle. U-Bahn Baumwall. Übergang zur Linie 3.
Übergang zur U-Bahn-Linie 3. Und was ich noch sagen wollte, ich bedanke mich für 34 Abonnenten. Für mich eine große Summe. Für andere, die schon größere YouTuber natürlich abonniert haben, denken, okay, 34, ja. Also ich finde das, also ich bedanke mich dafür, dass ihr so unterstützt seid. Und das motiviert halt noch ein bisschen mehr. Diese 34 Abonnenten, man weiß, okay, 34 Leute haben sich abonniert. So kann man es, ne, so kann man es sagen. Und ich habe ja mit YouTube angefangen, weil ich wollte mal ein bisschen gucken. Wollte mal ausprobieren, sag ich mal jetzt. Ne? Ich wollte mal ausprobieren, wie ist das? Wie ist das mit YouTube zu machen? Ne? Ist das so golden oder ist das einfach nur so, ne? Und muss ich sagen, es geht. Es gibt Tage, wo ich überhaupt keine Lust habe aufzunehmen. Es gibt Tage, wo ich sage, geil, das nimmst du auf, weil es halt neu erschienen ist. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, die Videos, zum Beispiel das Hafen City Linienpack, wo wir die 16 gefahren sind, hat über 90 Aufrufe. Und ich glaube, das eine Video danach, davor, hatte nur 60 Aufrufe. Problem ist, dieses eine Video, was ich da gemacht habe, was war denn das? Ich glaube, da war was mit Weihnachtsmarkt oder so auf Griffrad. Ach, keine Ahnung. Und habe ich so richtig gemerkt, weil davor ist das TS-Video gekommen und das hatte jetzt über 800 Aufrufe auf YouTube. Geil. Für die, also ich bedanke mich dafür auch nochmal, ne? Das ist krass. 800 Aufrufe. Und nächste Haltestelle. Oh, okay. Und finde ich einfach so geil, das, ne? Da ist mir aufgefallen, wenn was Neues rauskommt und du checkst sofort eher als die anderen, hast du mehr Aufrufe, als wenn du schon Material zeigst, was schon lange erschienen war, ist, ne? So weniger sind die Aufrufe. Es war jetzt auch nicht so schlimm, aber merkt man, ich habe schon wieder bei den mit der Linie 16, was ich am Freitag hochgeladen habe, ne Samstag hochgeladen habe, hat jetzt in dem Moment, glaube ich, wo ich das letzte Mal geguckt habe, über 90 Aufrufe. Andere Videos hätten da bei mir, wenn ich alten Content zeigen würde, 26, nicht mal 25 Aufrufe. So nicht schlimm, ne? Gucken immer noch trotzdem welche. Besser als gar keine, sag ich. Ja, weil ich bin jetzt auf Erfolg. Erfolg, da tust du jeden Tag ein Video hochladen. Klar, mache ich jetzt mit so einer Linienvorstellung ja auch. Fast jeden Tag ein Video hochladen. Aber ich freue mich halt, wenn das überhaupt in der annimmt und bremsen. Ich hätte irgendwo schon können. Oh, egal. Ja, also ich freue mich halt, wenn das einen Aufruf hat. Ich so, da sage ich, okay, es guckt ein Mensch, der das halt schaut, das Video. Und dann wusste man 2, 3, 4, 5 und immer höher. Und dann ist so ein Punkt, wie das NTS-Video mit 800 Aufrufen. Da denkst du, wie geil ist das denn? 800 Aufrufe auf ein Video. Respekt. Das NTS-Dresden-Video, als ich damals mit dem Facelift gefahren bin. 500 Aufrufe hat das jetzt. Habe ich wohl gekämpft, dass er auf 500 noch drauf kommt. Ne? Ich habe das immer manchmal oben verlinkt gehabt. Ne? Aber jetzt haben wir die 500 Aufrufe, jetzt kommt er nicht mehr rein. Ne? Also es gibt Videos, wo ich, also es gibt viele Videos,
die über 100 sind. Es gibt auch ein paar, die wirklich unter 20, unter 10 manchmal noch sind. So, ETS-2-Video ist jetzt bei 12 aufgerufen und das kam vorletztes Jahr raus. Ach, leck mich da am Arsch, was wollt denn ihr alle heute von mir? Schon wieder rote Ampel. Versteh's nicht. Versteht ihr? Ich bin so gut in der Zeit. War gut in der Zeit, ne? Wenn die Grünen haben wir schon eine Minute Verspätung bestimmt. Ach. Das mag ich eigentlich so gar nicht. Verspätung hasse ich, hasse ich. Also. Ah! Da krieg ich Hals. Das. Ich muss immer etwa unter einer Minute nehmen wir es noch hin. 1,5 Minuten Verspätung. Na, gerade so, aber ab 12 gebe ich dann zurück. Muss ich Gummi geben, dann muss ich. Dann fahre ich mal an einer roten Ampel durch. Dann haben sie. Es ist. Ne? Im WBS ist das blöd. Da kriegst du Geld und wenn du 10 Minuten Verspätung hast, oder 3 Minuten Verspätung, kriegst du den Minuspunkt, weil du diese eine Haltestelle wirklich zu spät angefahren hast. Du darfst weder so früh noch zu spät kommen. Das ist doch scheiße. So, dann lieber so früh als zu spät. Dann tue ich manchmal, und auf Hamburg ist es so, wenn du die 109 fährst, hast du ständig Verfrühung. Ständig hast du 2 Minuten Verfrühung, musst 2 Minuten an einer blöden Haltestelle warten. Sogar höchst, mein Rekord war wirklich 3 Minuten Verfrühung. Auf der 109, an dieser Wald-Doria-Brücke oder wie die hieß. Und dann am die Rücktour Richtung Alsterdorf, dann an der Haltestelle Wiel. Winterhutemarkt. Ich hab schon so gedacht, muss das sein? Hm? Ist, zack, du schaust an der Ampel vorne, hast wieder 1,5 Stunden Verspätung. Geil. Ist sexy. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen sputen, ey. Ich hasse natürlich noch mehr Verspätung. Na gut, da kannst du nichts dafür, aber in Omsi habe ich jetzt keinen Verkehr hiervon und hast trotzdem Verspätung. Jo, zack, Verspätung. Mach dich weg. Will ich nie. Hat dazu wieder falsch parken bestimmt hier. Weil hier parken sie nämlich alle gerne falsch an bei Assistent Annen. Bei Sand Annen. Parken sie alle falsch. Der Taxifahrer scheint sich so blöd dorthin. Musste mit dem Bus ausholen. Wieso fährst du noch bei Rot? Hier die. Bei den Ampel habe ich auch keinen Sinn gefunden. Etwa hatte ich keine Lust, immer aufs Grün zu schalten? Ich habe keine Ahnung. Aber die Ampel hat irgendwie. Oh, also die habe ich so ganz noch nicht verstanden. Fahre! Ich habe Verspätung, Junge. Weil die Fahrpläne sind hier auf dem Linienpack relativ streng. Die sind hui. Moin. Na, beeilt ist in der Vorschau los, muss auf den nächsten Bus warten. Sind jetzt selbst schon weit hinterlaufen. Wir haben schon 10 Minuten Verspätung. Hier kann ich die nicht mitnehmen. Wenn die 2 Jahre brauchen, um bis zum Vorzulaufen, ey, nee, danke. Nächste Haltestelle, Brandsfiede. Egal. Wir sind ja bloß gut nicht im BBS. Und ich habe um meinen Fahrrad drin. Das bedeutet, die sehen es ja nicht. Nicht an. Na, so. Ich wollte eigentlich erst den Sommer fahren, aber das wäre vielleicht ein bisschen irritiert gewesen. Moin. Moin. Mach's gut.
Oh, was ist das denn? Oh nee, oder? Also hier hat er schlampig gearbeitet. Oh, so eine Stelle. Hier fährt eigentlich 6 lang, das siehst du. Gut, wenn der Baum davor steht, ja nee, aber ach, kommt, Leute. Das ist ja nicht mal ein 3D-Objekt. Das ist ja einfach nur 2D. Das hat ja nur 2 Wände. Immer zack, immer zack. Er hat das gar nicht. Zumindest unten fehlt die Hälfte davon. Och, nee. Leute. Hamburg ist so ein schönes Alter. Und dann gibt es solche Stellen. Die sind zwar ganz selten, solche Stellen. Aber dann gibt es die Stellen und du... Das ist nicht schön. Guck mal, Ronja ist hin mehr. Ach. Das ist nur ganz vereinzelt an solchen Stellen. Wo du wirklich so die Stellen hast, die wirklich hässlich sind. Das ist nicht wie im Ruhrgebiet, wo alles hässlich ist. Sondern Hamburg hat nur ein paar Stellen. Zum Beispiel die nicht die ausgebauten Stellen. Hinter dem Hauptbahnhof dort. Ne? Ich muss noch Ronja halten. Oh, egal. Mal ignoriert die Amp. Leitstelle hat gesagt, wir sollen pünktlich am Hauptbahnhof sein. Nächste Haltestelle. Gerhard Hauptmann Platz. Oh Gott, 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 oh Gott. Schnell, 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 schnell. Nur so, dass es zwei Mische umrammt. So nur die Pappkiste eigentlich, die hier rumfährt. Irgendwie sollten hier noch Feldlifts rumfahren, aber anstatt die Volvo ist, aber die fahren nie. Hm. Egal. Solange ich überhaupt noch Busse hier rumfahren habe, ist alles gut. So, machen wir uns das Screenshot mal hier. Ich war noch nie mit der Seite mit einer Verspätung, ey. Scheiße. Wenigstens blitzen sie hier nie. Mann. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof Mönckebergstraße. Übergang zu allen U- und S-Bahnlinien, den Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. Moin. Tag. Servus. Moin. Ja. Das war's auch jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat das Video gefallen. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Und... Bitte alle aussteigen.
So, darf ich das auch reden? So, danke. Und lasst doch bitte eine Bewertung unter diesem Video da. Erstens, was ihr von der nächsten Linie sehen wollt. Ja. Also als nächstes würden Stadtbuslinien kommen. Aber gucken, ob da auch die alten... Muss mal gucken. Und... Ob euch das Video halt gefallen hat. So. Genau so. Machen wir das. Servus, Kollege. Dann verabschiede ich mich hier von meiner Stelle. Sag tschüss und bis zum nächsten Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Das war's und mach's gut und tschüss.